Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim. Und damit meine ich natürlich Let's Read Skyrim. Und wir machen mit einem sehr interessanten Buch weiter, und zwar der Kodex des wahren Ehrenmannes. Ja, das gefällt euch doch. Von Sergio Atün Zareti. Die ehrwürdigen Krieger des Fürstenhauses Redoran sind von Geburt an die Verteidiger Morrowinds. Um als Edelmann des Hauses Redoran akzeptiert zu werden, reicht es nicht aus, ein großer Krieger zu sein. Man muss den dreieinigen Tugenden der Pflicht, Ernsthaftigkeit und Frömmigkeit folgen. Ein Redoran ist zuallererst dem Tribunal Stempel, dann dem Fürstenhaus Redoran und zuletzt seiner Familie und seinem Clan verpflichtet. In der Schlacht am Roten Berg starben die Krieger des Hauses Redoran tapfer bei ihrer Pflichterfüllung für das Tribunal. Wenn er das Haus Redoran vor den Machenschaften der telvanischen Zauberer und den Lügen der unzuverlässigen Hylalu beschützt, zeigt der wahre Edelmann Pflichtbewusstsein gegenüber dem Hause Redoran. Wenn er den Richtlinien des Tempels in Sachen Barmherzigkeit und Großzügigkeit folgt, zeigt er sein Pflichtbewusstsein gegenüber seiner Familie und seinem Clan. Ein redoranischer Edelmann muss die Tugend der Ernsthaftigkeit kennen. Es ist nicht die Art der Redoran, über ernste Dinge zu lachen, denn dies erzeugt von mangelndem Respekt. Es ist nicht die Art der Redoran, Gerüchte im Umlauf zu bringen, denn sie bewirken und verbreiten Zwietracht. Ein Redoran muss die Ädra und Dädra ehren, unsere Schöpfer und Vorfahren, denn ohne das Göttliche hätten wir nicht die Möglichkeit zu dienen. Und ohne göttliches Gesetz könnten wir das Richtige nicht vom Falschen unterscheiden, und ohne Dankbarkeit für diese Dinge würden wir unsere Position und unseren Sinn und Zweck vergessen. Das Fürstenhaus Redoran rühmt alle Kriegsfertigkeiten, nicht weil wir glauben, dass der Krieg an sich gut oder ehrenhaft wäre, sondern weil dieses Wissen zur Pflichterfüllung unverzichtbar ist. Der Krieger des Hauses Redoran kämpft mit Langschwert und Schild oder mit dem Speer. Ein Edelmann des Hauses Redoran muss außerdem lernen, den Bogen zu gebrauchen, und athletisch genug sein, um lange Märsche zum Schlachtfeld zu überstehen. Je nach Rang und Strategie trägt ein Redoran eine schwere oder mittelschwere Rüstung. Von einem Edelmann des Hauses Redoran wird erwartet, dass er seine Rüstung pflegen und reparieren kann. Diejenigen, die als Mitglieder des Fürstenhauses Redoran geboren wurden, erlernen ihre Fähigkeiten und Tugenden von Familie und Clan. Diejenigen, die dem Hause Redoran als Gefolgsleute beitreten wollen, müssen einem Prüfer in der redoranischen Ratssalle beweisen, dass ihre Fähigkeiten den Anforderungen des Hauses Redoran genügen. Ganz gleich, ob sie vom Blute des Hauses Redoran oder durch einen Schwur aufgenommen wurden, müssen diejenigen, die in den Ringen des Hauses aufsteigen wollen, ihre Tugenden durch Dienst und Gehorsam unter Beweis stellen. Und erst wenn sie alle Fertigkeiten und Tugenden gemeistert haben, können sie sich wirklich als Edelleute des Fürstenhauses Redoran bezeichnen. Oh, das war's schon. Also mit der Geschichte. Alright. Die Hoffnung der Redoran von Turiul Nirit. Die Geschichte eines Kindes, das von einer Prophezeiung und der Interpretation dieser Prophezeiung gesegnet wurde. Unter den wenigen magischen Künsten, da fehlt ein N, die die Psychix von Ataeum für sich selbst behalten haben, fern von normalen Zaubersprüchen und Schulen der Magier geht es, die Gabe der Weissagung, trotzdem oder gerade deswegen, findet man... Oh. Ich habe verkackt, das war schon wieder kein Komma. Das ist in dem Buch, also ich kann es nicht gut erkennen, ne? Ist einfach zu klein. Alright, vielleicht brauche ich auch einfach eine Lesebrille, wer weiß. Trotzdem oder gerade deswegen findet man unzählige Omen und Prophezeiungen in Tamriel. Einige mit echtem Gehalt, einige vollkommen töricht und wiederum andere zu mehrdeutig, um überprüft werden zu können. Andere Prophezeiungen sind geheim, darunter jene von Drojizat in Elsweir, in der Nerevarinen in Morrowind und die Schriften der Alten selbst. Die Adligen der Nord lassen ihren Kindern Omen vorlesen, die im Allgemeinen eher schwer verständlich sind. Denn den Eltern einer Bekannten wurde beispielsweise prophezeit, dass das Leben ihrer Tochter von einer Schlange gerettet würde, worauf sie ihr in einer besonderen Zeremonie den Namen Schlangenhaut gaben. Und tatsächlich rettete dieser jungen Dame Erla Valkor Schlangenhaut. Viele Jahre später, ich dachte, es wäre ein Punkt, das dachte ich mir auch gerade, was ist das für ein komisches Satzende. Viele Jahre später eine Schlange, das Leben als ein Assassine, der sie töten wollte, auf eine Dunswyrm-Viper trat. Mitunter sein Omen fast absichtlich irreführend zu sein,
scheinen, Roman fast absichtlich irreführend zu sein, als ob Boethia sie als Fallen erdacht hätte. An eines erinnere ich mich sehr genau. Vor vielen, vielen Jahren wurde im Haus Redoran ein Junge geboren. Die Geburt war schwierig und die Mutter war danach dem Tode nahe und im Delirium. Als der Sohn auf die Welt kam, sang sie die folgenden Worte und starb danach. Das Glück ist mir hold im Hier und Jetzt. Mein Kind ist klug und sein Körper wird stark. Er bringt Hoffnung dem Hause Redoran. Weder Zauber noch Klinge verletzen den Mann. Von Krankheit und Gift wird er niemals geplagt, sein Blut den Boden nie benetzt. Der Junge namens Anders war in der Tat außergewöhnlich. Er war niemals krank und holte sich in seiner gesamten Kindheit nicht einen Kratzer. Außerdem war er ziemlich intelligent und stark, worauf ihn viele auch aufgrund seiner Unverletzlichkeit nach dem Omen seiner Mutter die Hoffnung der Redoran nannten. Doch wer diesen Spitznamen trägt, entwickelt zwangsläufig eine gewisse Respektlosigkeit und schon bald hatte der Junge Feinde. Der schlimmste von ihnen war sein Vetter Artin, der von Anders sehr schlecht behandelt worden war. Der Hauptgrund für seinen Groll lag darin, dass Artin auf Anders Bestreben hin nach Riad geschickt wurde, um seine Schulbildung abzuschließen. Als sein Vater starb, der auch Ratsmitglied des Hauses gewesen war, kehrte Artin aus Hammerfeld zurück. Er war alt genug, um seinen Sitz im Rat einzunehmen, den allerdings auch Anders für sich beanspruchte. Er argumentierte, dass sein Vetter zu lange fern von Morrowind gewesen sei und von Politik nicht so viel verstände wie er. Die meisten Mitglieder des Hauses stimmten Anders zu, da sie den schnellen Aufstieg der Hoffnung der Redoraner sehnten. Artin nahm das Recht in Anspruch, mit seinem Vetter um den Sitz zu kämpfen. Natürlich hielten ihn alle für chancenlos. Trotzdem sollte der Kampf am nächsten Morgen stattfinden. Anders verbrachte die Nacht mit Wein, Weib, Gesang und den anderen Ratsmitgliedern. Für ihn waren sein Platz im Haus und der Aufstieg des Hauses Redoran sicher. Artin hingegen zog sich mit Freunden, Anders Feinden und Dienern aus Hammerfell in sein Schloss zurück. Artin und seine Freunde unterhielten sich schlecht gelaunt über das Duell, als eine seiner alten Lehrerinnen und Kriegerinnen namens Shardi die Halle betrat. Über die Jahre hinweg hatte sie in Hammerfell einen großen Stolz für ihren Schüler entwickelt, ein Stolz, der so stark war, dass sie ihn durchs Kaiserreich bis zum Land seiner Familie begleitet hatte und nun wissen wollte, warum sich alle solche schlechten Chancen für den Kampf ausrechneten. Sie erklärten ihr Anders seltene Gaben und das Omen seiner Mutter. Wenn Krankheit, Gift und Magie ihm nichts anhaben können und niemand es schafft, sein Blut zu vergießen, welche Hoffnung habe ich dann, ihn jemals zu besiegen? Schrie Artin. Erinnert ihr euch denn an nichts mehr, was ich euch beigebracht habe? Fragte Shardi. Gibt es keine Waffe, mit der man ohne Blutvergießen töten kann? Besitzt ihr nur Schwerter, Speere und Bögen? Artin erkannte schnell, an welche Waffe Shardi dachte, was ihm jedoch absurd, jammerlich und primitiv erschien. Trotzdem war sie seine einzige Hoffnung. Die ganze Nacht über lehrte Shardi ihn Fähigkeiten und Techniken. Sie zeigte ihm Schläge und Haltungen, die Erfolg in Albion Gora entwickelt hatte. Gegenangriffe finden Blöcke aus Yokuda und die klassischen Ein- und Zweihandangriffe für die älteste Waffe der Geschichte. Die Hände? Am nächsten Morgen traten sich die Vetter gegenüber und nie zuvor wirkten zwei Kämpfer ungleich. Aber Anders erscheinen brach großer Jubel aus, da er nicht nur als Hoffnung der Redoran geliebt wurde, sondern sich auch alle gut mit ihm stellen wollten, da sein Sieg eine klare Sache zu sein schien. Seine glänzende Rüstung und sein Schwert sorgten für Bewunderung und Ehrfurcht. Artin hingegen überraschte die Zuschauer mit der Kleidung und Bewaffnung eines Barbaren. Der Applaus blieb recht verhalten. Wie Shardi empfohlen hatte, ließ Artin Anders zuerst angreifen. Die Hoffnung der Redoran wollte den Kampf schnell beenden, um die ihm zustehende Macht zu ergreifen. Das von Anders starkem Arm geführte Schwert verletzte Artin zwar leicht an der Brust, doch vor dem Konterschlag schlug er es mit seiner eigenen Waffe zurück. Als Artin die Hoffnung der Redoran ergriff, war Anders so überrascht darüber, zum ersten Mal in seinem Leben verwundet worden zu sein, dass er sein Schwert fallen ließ. Wie der Kampf ausgegangen ist, kann man sich wahrscheinlich schon denken. Artin schlug Anders mit einer einfachen Keule tot, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Artin nahm den Sitz seines Vaters als Ratsherr ein und von nun an hieß es, die im Omen erwähnte Hoffnung wäre Artin nicht anders. Hätte Anders nicht versucht, seinen Vetter den Sitz im Rat streitig zu machen, hätte Artin, der nicht besonders ehrgeizig war, vielleicht nie versucht, ihn zu erhalten. So kann man sicherlich argumentieren. Okay. Ja. So kann man das wohl sehen. So kann man das wohl sehen. Ja, sorry für die Lesefehler mal wieder. My bad. Ich glaube, ich muss auch einfach mal Licht anmachen. Hier ist einfach zu dunkel. So. Kurze Unterbrechung. Aber das ist bei Lesestunden normal, habe ich mir sagen lassen. Und
Von wem habe ich mir das sagen lassen? Ja, von mir selber. Die Flucht vor den Timer. Verehrte Leser, das folgende Werk wurde kopiert und vervielfältigt, um die darin enthaltene Geschichte im ganzen Kaiserreich zu verbreiten. Aber versteht mich nicht falsch, hierbei handelt es sich nicht um Fiktion. Die in diesem Bericht aufgeführten Ereignisse haben alle nicht mehr als ein Jahr vor dem Druck dieses Buches stattgefunden und wurden ursprünglich in einer privaten Aufzeichnung dokumentiert, die sich nun sicher bewacht im Haus der Schreibfedern in Hammerfell befindet. Aschat Ibn Khaled, hoher Schreiber, Haus der Schreibfedern, Hammerfell. 9 Tage sind nun vergangen. 9 Tage, seitdem ich meine Fesseln abgelegt habe. 9 Tage, seitdem ich meinen Wächter und meine eigenen Ketten erwürgt habe. Und 9 Tage, seitdem ich Hals über Kopf in die Nacht gerannt bin, ohne je zurückzublicken. Doch um meine momentane Lage zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, woher ich stamme und wo diese Geschichte begonnen hat. Mein Name ist Hartrick Eichenherz und ich bin ein stolzer Nord aus Himmelsrand. Ich verdiene mein Geld als Geide und wurde an der Badenakademie in Einsamkeit ausgebildet. Jahrelang war ich erfahrener Musikant und Minnesänger. Darüber hinaus hatte ich sogar einige Anstellungen als Kriegsbade in den Armeen verschiedener Jahre. Man kann wohl sagen, dass ich ohne meinen Beruf als Bade niemals in diesen ganzen Schlamassel geraten wäre. Das Unheil nahm seinen Lauf, als ich begann, über Talos zu singen, den 9. und großartigsten göttlichen Geliebt von Volk in Himmelsrand. Wie sich herausgestellt hat, lieben ihn die Talmor nicht besonders. Ach ja, die Talmor. Mittlerweile sind sie in Himmelsrand so verbreitet wie Erkältungen, genauso ärgerlich. Zumindest dachte ich das, ehe sich ihre Macht und ihr Einfluss mir wirklich offenbarten. Falls ihr es noch nicht wissen solltet, die Talmor sind die kürzlich geehrten Gäste in Himmelsrand, Hochelfen des Altmeribunds, die so gütig waren, uns im großen Krieg nicht vollständig zu vernichten. Aber wie jeder Nord in Himmelsrand weiß, hat die Güte der Talmor einen schrecklichen Preis. Eine der Klauseln des Waldgold-Konkordats, des Friedensabkommens zwischen unseren Völkern, war das Verbot der Verehrung von Talos. Ein Mann, der zum Gott wurde? Absurd, behauptet die Talmor. So wurde seine offene Anbetung in Himmelsrand für ungesetzlich erklärt, in den Städten mit starker Talmor-Präsenz auch verfolgt. In Städten, wie ich zugebe, hinzufügen darf, in denen das Kaiserreich eine sichere Basis hat. In einer dieser Städte in Markat, um genau zu sein, traf ich die bewusste Entscheidung, mich dem Verbot der Anbetung von Talos zu widersetzen. Und dieser Widerstand hatte, wie sollte es auch anders sein, die Form eines Liedes. Denn welcher Bade, der Zeit mit dem Komponieren und Proben meines Werkes verbracht hat, würde es nicht aufführen wollen. Also führte ich es auf. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern 7-mal. Einmal pro Tag, eine ganze Woche lang. Einer Sache sind sich die meisten meiner Stammesgenossen nicht bewusst. Nicht alle Talmos im Himmelsrand haben den gleichen Rang oder die gleichen Aufgaben. Es gibt sogar einige im Geheimen operierende Gruppen, die auf jede Nord lauern, die das Gesetz missachten und den allmächtigen Talos weiterhin anbeten. Sie heißen Statthalter und ihre Aufgabe besteht darin, die schlimmsten Bedingungen des Waldsgold-Konkordats durchzusetzen. Ich hätte mein Lied auch ein 8. Mal aufgeführt, wenn es möglich gewesen wäre. Das war es leider nicht. Die Statthalter hatten mich beobachtet und abgewartet. Eines frühen Morgens gab es dann einen schwarzen Sack über meinen Kopf, einen ziemlich ungemütlichen Transport in einem Karren und düstere Drohungen, dass mir mein neues Zuhause gefallen würde, dass sich bald als eine Art Geheimgefängnis der Talmor herausstellen sollte. Ich war mir sicher, dort nie wieder lebend herauszukommen. In diesem Moment erkannte ich, dass ich fliehen musste. Um jeden Preis musste ich entkommen, selbst wenn ich beim Versuch sterben sollte. Besser als in einem von den Göttern verlassenen Gefängnis der Talmor bis ans Ende meiner Tage zu verrotten. Ich erhielt schließlich die Gelegenheit, als der Karren anhielt und wir ein Nachtlager aufschlugen. Einer meiner beiden Talmor-Wächter verschwand zum Jagen in den Wald und ließ mich mit dem anderen allein. Und so kommen wir wieder zurück zum Anfang meines Berichts. Es sind mittlerweile 9 Tage vergangen und ich habe erkannt, wie dumm ich wirklich war. Hätte ich das Lied nicht nur einmal singen können oder vielleicht 2-mal oder gar nicht, hätte ich meinen Satz als stolz als dickköpfiger Nord nicht überwinden können und erkennen müssen, wie viel Macht und Einfluss auf die Jahre die Talmor wirklich haben? Nein, ich konnte es nicht. Und daher bin ich nun auf der Flucht, wie ein Hase vor dem Jagdhund. Immer in Bewegung, mit wenig Rast und ohne Schlaf. Aber die Talmor verfolgen mich auf Schritt und Tritt. Wohin soll ich gehen? Wie kann ich ihnen entkommen? Ich weiß es wirklich nicht. Nur eines habe ich mittlerweile verstanden. Wenn die Agenten des Altmeribundes euch jemanden die Seele nicht rauben können, nehmen sie einem das Leben. Mein Name ist Hartrick Eichenherz und ich bin ein stolzer Nord aus Himmelsrand. Erinnert euch an mich, denn schon bald werde ich tot sein. Foreshadowing of his own death. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ich bin einfach fürs Zusehen. Like, Kommentar, Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und ciao, ciao.